Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute geht es mal ausnahmsweise um kein Technikprodukt. Das hier ist eines dieser seltenen Infovideos, die ich eigentlich immer dann mache, wenn irgendwas Wichtiges ansteht. Und so ist es natürlich auch dieses Mal. Der Titel sagt eigentlich schon alles. In den nächsten Tagen fliege ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt nach China. Huawei hat nämlich mich und ein paar andere Kollegen zu einer Pressereise eingeladen. Da wollen sie uns unter anderem ihre R&D-Labs, ihren Campus, ihren Flagship-Store und noch vieles, vieles mehr zeigen. Das Ganze dauert exakt 6 Tage, nämlich vom 12. bis zum 18. November. Und wenn ich mir die Agenda so anschaue, dann wird das definitiv kein Urlaub. Huawei hat nämlich wirklich einiges mit uns geplant. Aber ganz ehrlich, ich freue mich einfach riesig. Ich war, wie gesagt, noch nie in China. Ich finde das Land an sich aber einfach extrem faszinierend und ich glaube, es wird einfach verdammt spannend mal zu schauen, wie es bei einem der größten Smartphone-Hersteller der Welt so hinter den Kulissen abläuft. Wieso mache ich aber jetzt dieses Video? Das hat 2 einfache Gründe. Zum einen möchte ich mich schon mal im Voraus bei euch entschuldigen, falls ich in den nächsten Tagen nicht so häufig auf eure Kommentare und vor allem auch nicht so schnell und eure Nachrichten antworten kann, wie ich es eigentlich normalerweise immer versuche. Aber wie gesagt, wenn ich mir den Zeitplan so anschaue, wenn ich die Zeitverschiebung mit einberechne, dann könnte das, glaube ich, in den nächsten Tagen echt schwierig werden. Dazu kommt, ich glaube, das wissen auch einige von euch, YouTube, Facebook und noch viele, viele andere Seiten sind in China ja gesperrt und offiziell überhaupt nicht erreichbar. Das macht das Ganze definitiv auch nicht einfacher. Ich habe für die nächsten Tage aber natürlich vorproduziert, sprich, es werden trotzdem Videos kommen und eure Kommentare und Fragen werde ich dann spätestens, wenn ich wieder zu Hause bin, beantworten. Aber wie gesagt, ich wollte euch da einfach nur Bescheid geben, dass ihr eben wisst, wieso in den nächsten Tagen vermutlich etwas weniger von mir kommt, was eben Kommentare und was das Beantworten von privaten Nachrichten angeht. Der zweite Punkt ist aber eigentlich noch viel, viel wichtiger und zwar möchte ich euch bitten, Fragen zu stellen. Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, werden wir nämlich die Chance haben, in Interview-Sessions Fragen an Mitarbeiter von Huawei zu stellen und wie gesagt, da würde mich einfach interessieren, was wollt ihr von Huawei wissen? Schreibt das Ganze einfach als Frage hier jetzt unter diesem Video in die Kommentare. Das kann wirklich alles sein, also zum Beispiel, wieso ist die Motion UI so, wie sie ist? Wann gibt es neue Updates? Wie sieht es allgemein mit Updates aus? Oder wieso gibt es das Mate 9 nur in 2 Farben hier bei uns in Deutschland? Ihr könnt wirklich alles fragen, was einigermaßen Sinn macht. Ich hoffe wirklich, dass ich dann einige von diesen Fragen an Huawei stellen kann. Und dann schauen wir, wie gesagt, einfach mal, was sie so antworten. Ich werde natürlich auch versuchen, vor Ort so viel es geht zu filmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich diese Interview-Sessions dann wirklich filmen kann. Von ein paar Kollegen, die diese Reise schon gemacht haben, habe ich nämlich gehört, dass da gerne mal irgendwelche geheimen Sachen erzählt werden, dass es NDAs gibt und so weiter. Das kann ich dann natürlich nicht filmen, aber ansonsten natürlich den Huawei Campus, die Fabriken und einfach China im Allgemeinen, dass ihr einfach so eine Idee von dem bekommt, was ich da vor Ort mache. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das Ganze dann im Endeffekt umsetzen werde. Vielleicht mache ich tatsächlich endlich mal einen Vlog oder was ganz, ganz anderes. Ihr könnt mich ja gerne mal wissen lassen, was ihr von der Idee haltet und einfach, was ihr sehen wollt. Ich werde, wie gesagt, nicht alleine in China sein. Mit dabei ist mein guter Kollege und Kumpel Daniel von tablet.de. Der wird dann hoffentlich auch in der einen oder anderen Aufnahme zu sehen sein. Der Hayo von insidehandy.de ist dabei und noch ein paar andere. Also ich glaube, das sollte echt ganz cool werden. Ich bin einfach extrem gespannt auf die nächsten Tage. Meine Vorfreude ist, wie gesagt, riesig. Und ich möchte mich an der Stelle einfach auch mal bei Huawei für die Einladung bedanken. Und ich möchte mich natürlich auch bei euch bedanken. Das Ganze klingt immer etwas abgedroschen und etwas heuchlerisch, aber würdet ihr meine Videos nicht schauen, dann hätte ich überhaupt nicht solche Möglichkeiten. Also ich bin einfach extrem dankbar, ich bin extrem gespannt und ich hoffe, ihr freut euch genauso, was in den nächsten Tagen in China passieren wird. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt. Aber ja, das war's von diesem Video. Ich wollte euch einfach, wie gesagt, erzählen, was in den nächsten Tagen ansteht. Ich wollte euch nach Fragen fragen. Ich bin schon gespannt, welche Fragen ihr stellt. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich werde jetzt anfangen, meinen Koffer zu packen und noch etwas das Essen mit Stäbchen trainieren. Da bin ich nämlich ganz, ganz schlecht. Und dann sehen wir uns schon sehr, sehr bald wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich sage wie immer, ciao, bis zum nächsten Mal.